Hallo und willkommen zurück zu Abenteuer auf dem Reiterhof. Nicht eins, sechs. Sechs. Wir sind schon fünf Generationen weiter. Grafik hat sich auch deutlich verbessert. Oh Gott, wie komme ich jetzt auf Abenteuer auf dem Reiterhof 1? Wir sind Part 40. Ja, letzte Folge. Ja, haben wir uns wieder ein bisschen um unsere kleine Mausi gekümmert. Was stand jetzt hier? Und jetzt müssen wir uns nicht beim Fotobewerber auf dem Rathausplatz einschreiben. Auf dem Plakat stand etwas von 10 Uhr. Ich kann ja nur Foto verkaufen. Naja, jetzt habe ich es verkauft und habe kein Geld bekommen. Egal. Da kann ich das nur 10 Uhr machen. Oh, nö. Manchmal hasse ich dieses Spiel. Weil es immer so nach Zeit geht. So. Ah, ja, Clara. Mach die Augen auf. Manche saßen bestimmt auch davor. Clara, guck bitte ordentlich hin. Kann mich da nicht einschreiben. Oh, fühlt euch doch an. Oh, gut. Könnt mich mal. Geh ich halt am nächsten Tag dorthin. So, jetzt haben wir 17 Uhr. Na super, jetzt geh ich wieder schlafen. Ja. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Aber naja. Ne? Ja. Also das tun wir uns am nächsten Tag einschreiben. Oh Gott, ich faile bei diesem Spiel so dermaßen. Aber naja. Oh, apropos, ne? Fail. Da war noch was. War noch kein Timer zu stellen. Ich stelle mal eine Stoppuhr. Eine Stoppuhr zu stellen. Wir haben 17:41. Gut. Also wenn ihr jetzt zu Hause. Muss mir halt auch noch Sims aufnehmen, aber ich vermute, das muss ich auf abends verschieben. Naja. Ich muss ja nämlich noch Abendbrot machen. Muss ich irgendwie wieder was kochen. Oh ne, ich tue lieber neu aufstellen. So, wir dürfen heute mal ein bisschen länger schlafen. Das fühlt sich wie am Wochenende. Finde ich auch, dass wir es schon sehr spät haben. Was ist denn die? Was habe ich denn für eine Nebenaufgabe erfüllt? Vergiss den Fotomail anzumelden um 10 Uhr auf dem Rathausplatz. Was habe ich denn für eine Nebenaufgabe erfüllt? Sich um einen Fohlen kümmern, bis es ausgewachsen ist. Yay! Irgendein Pferdchen ist ausgewachsen. Badam, badam. Und ich werde eins auf jeden Fall verkaufen. Am besten unsere gute, hier, wie heißt, oh, unsere gute, wie heißt sie denn jetzt hier? Unsere gute. Komm nicht drauf. Ich werde zu spät kommen. Ich werde hundertprozentig zu spät kommen. Hauptstraße, ich werde zu spät kommen. Nein, ich werde es schaffen, because I can. Weil sie einfach nicht gerade läuft. Ey, manchmal regt mich das Spiel auf von der Steuerung her. Ist hier nicht irgendwo. Ja, das ist das Rathausplatz. So. Oh, unser guter Bürgermeister. Guten Tag, Hallo. Herr Bürgermeister. Hi. Guten Tag, Mademoiselle. Was kann ich für Sie tun? Also, wie Sie sicher erfahren haben, und ein Bürgermeister sollte ja wissen, was in seiner Gemeinde vorgeht, bin ich neu im Dorf. Glückwunsch. Ja, ich weiß Bescheid. Sogar, dass Sie Amerikanerin sind und aus Kalifornien kommen. Mir bleibt nichts verborgen. Also hier bitte keine Vorurteile, ne? Hey, wie ich sehe, sind Sie gut informiert. Aber auch ich habe im Dorf ein paar Informationen eingeholt. Daher weiß ich, dass Sie nicht aus Beliu stammen und Sie außer dem Bürgermeisteramt nichts mit dem Dorf verbindet. Darüber hinaus sagte man mir, dass Sie in der Region großes Ansehen genießen. Oha. Spionierst du mir etwa nach? Hatte ich die Opposition damit beauftragt? Wird jemand gleich stinkig? Nein, ehrlich nicht. Rein privates Interesse. Ich erforsche, was Männer und Frauen veranlasst, sich in der Politik zu engagieren. Dabei fragte ich mich, was wohl Ihre Beweggründe sind. Vor allem möchte ich wissen, was einen Mann von Ihrem Format daran reizt, Bürgermeister eines so kleinen Dorfes zu sein.
Das frage ich mich auch, weil es ist ein Dorf, wo du, wenn jetzt als Jugendlicher wird, sagst du sofort, ich ziehe, ich bleibe ganz sicher nicht hier, sondern ich werde ausziehen oder ich werde wegziehen, wegziehen, ausziehen. Sie schmeicheln mir, junge Dame, und erniedrigen mich zugleich. Billy war nicht immer so klein, davon zeugt der verlassene Teil des Dorfes. Aber jetzt kann ich Ihnen nicht weiter Rede und Antwort stehen, ich muss zu einer Versammlung. Aber bleiben Sie am Ball, dann werden Sie mehr erfahren. Das werde ich auf jeden Fall tun. Okay, ich komme wieder. Ich bin von Natur aus geduldig. Das ist gutes Merkmal. Ich wäre auch manchmal gerne etwas geduldiger. So, wir beschreiben uns jetzt ein. Wir schaffen es nicht rechtzeitig. Guten Tag, Madame Claudette. Oh, guten Tag, meine Schöne. Oh, danke schön. Ich möchte mich beim Fotowettbewerb anmelden. Wie mache ich das? Ganz einfach, Kleine. Fülle dieses Formular aus, dann gebe ich dir eine Liste von Motiven, die du fotografieren musst. Bringe sie bis 20 Uhr her. Dem Sieger winkt eine hübsche Belohnung. Das hört sich sehr interessant an. Das ist ja mal Ist geil. es auch. Das war meine Idee. Ein paar Bilder musst du im Wald knipsen. Übrigens wurde den Teilnehmern dafür ausnahmsweise ein sonst unzugänglicher Bereich des Waldes geöffnet. Dort findet man viele wilde Tiere. Nutze die Oha. Gelegenheit, denn nach dem Wettbewerb wird das Waldstück wieder abgesperrt. Ach ja, und wem gehört dieser Teil des Waldes? Oh, mir. Es ist alter Familienbesitz. Ich wollte, dass meine Nachbarn einmal die Gelegenheit bekommen, ihn sich anzusehen. Interessiert? Willst du dich anmelden? Ja, mit Vergnügen. Sehr gut. Hier ist die Liste mit den Motiven, die du knipsen musst. Also, los geht's. Viel Glück, mein Kind. Gut. In den Wald gehen und Dinge von der Liste zu fotografieren. So, gut. Ich laufe das Ganze jetzt. Und zwar aus dem Grund, weil es einfach zeitsparender ist, sozusagen. Weil ich habe ja bestimmt ein paar Motive. Ich weiß noch gar nicht. Ich gucke sie mir, wenn ich im Wald bin, dann die Liste an. Aber es werden auf jeden Fall ein paar sein. Und ich habe dann keinen Bock, dass ich, ja, dann Probleme bekomme. Schicke Beine. dass ich dann Probleme bekomme mit Zeit und so. Und deswegen spreche ich auch nicht mal mit Hugo. Ah, das Pferd ist sogar ausgewachsen. Amelia. Ich würde eigentlich gern mit Flecki ausreiten, aber ich nehme lieber Mausi, weil sie hat mehr Vertrauen zu uns. Dün, dün. Ich weiß nicht, was das gerade war. Oh mein Gott, das war jetzt eine ganz komische Sicht. Warte mal, Moment, Moment, Moment. Okay, zum Wald muss ich dahin. Badam, und ich sehe rein gar nichts. Also, wow. Das ist echt gut gemacht, eigentlich so das Wetter und so, das gefällt mir jetzt recht gut. Es sieht zwar immer ab und zu mal so ein bisschen unlogisch aus, weil einfach die Schneeflocken fallen meiner Meinung nach, wow, nur im Vordergrund und nicht im Hintergrund. Oh, Gottes Willen. Die Schlucht, Moment, erstmal kurz schauen. Achso. Ja, wir fahren erstmal zur Schlucht. Und dann reiten wir zum Wald. Und da geht's da lang. So. Ich schaue mir jetzt vielleicht doch mal die Liste an. Bleib stehen. Also. Ein Rehkitz, ein Hirsch, ein Wildschwein, eine Hütte. Ein kleiner Wasserfall, ein Hase. Oh, das sind aber ganz süße Themen. Ich versuche so viel wie möglich zu schaffen. Doch ich vermute, das schaffen wir alles nicht in dieser Folge, leider.
Was mich ja jetzt schon ein bisschen anpinkelt, ist, dass ich einfach so abartig lange brauche, um überhaupt dahin zu kommen. So, ich bin jetzt hier ungefähr nach 3 Stunden. Das ist natürlich ganz schön, was ich dann... Moment, ich will mal ganz kurz schauen, wo ich hin muss. Ich sollte versuchen, diesen Weg zu folgen. So, Moment, ich muss stopp. Vermutlich hier ist der kleine Wasserfall. Ah ja, da ich sehe. Kann ich jetzt hier absteigen? Jawohl. So, Mädchen, lauf. Gut. Natürlich wundert es mich etwas, dass ihr nicht kalt ist oder so. Ah, jetzt kann ich da nicht hinrennen. Ich will doch den Dings perfekt ins Bild haben. Aber wo ist denn das Scheißding jetzt? Oh, sowas hasse ich. Was war jetzt... Ist das ein kleiner Wasserfall? Moment. Okay, ich renne wieder zurück. So, scheiße, wir haben es einfach schon so spät und ich bin bei sowas, tue ich mich auch selbst unter Druck setzen, ganz ehrlich. Oh Gott, rennt sie hier draußen, einfach nur scheiße. Ich hasse die Steuerung ist verdammt schlecht. Also, da könnte ich echt Ubisoft bisschen... Renn doch mal. Und dann stoppt sie auch so beschissen. Och, warum? Habe ich jetzt irgendwo jetzt hier diesen blöden Wasserfall? Ich steig wieder auf. Kann ich das auch einfach so machen? Nee. Ich kann nicht mehr rankommen. Okay, ich steig nicht mehr von dem Pferd auf. Wieder aufsetzen muss ich so machen. Okay, ich bin der Taste. Gut, oh, das Pferd lässt sich so gut steuern im Gegensatz zu ihr manchmal. Es ist echt so, es ist eigentlich ein Graus. Aber wie ich sehe, bleibt die Zeit hier stehen sogar. Moment, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ich muss mal ganz kurz anhalten. Also es muss der Wasserfall sein, ja, von dem ich gerade stand, sozusagen. Ja, jetzt halt mir mal an! Oh, manchmal macht mich das Pferd auch fertig. Aber es ist doch kein Wasserfall, ne? Okay. Was ging es jetzt? Foto, 5 Foto machen. Ist doch kein Wasserfall, oder bin ich bekloppt? Wie will ich das Foto noch machen? Achso. Habe ich das jetzt irgendwie schon auf einer Dings abgehakt? Nein, ach so, es ging generell darum. Okay, es ging nur darum, dass ich hier hin muss. Okay, gut. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier die Folge und in der nächsten Folge geht es mit der Sucherei sozusagen weiter. Sorry, das war gerade meine Lampe, die habe ich angemacht. Ja, und ich informiere mich, glaube ich, jetzt auch mal schnell kurz, wo ich was vielleicht finde, so ungefähr. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!